Was geht ab, Leute? Sam ist wieder da mit einer neuen Folge von Typewriter. Ja, weil ich mich wundere, dass das Level hier schon irgendwie aktiv ist. Ja, ich habe das Level auch schon fertig gespielt. Blöd ist bloß, wenn Sam mal wieder zu blöd ist, um auf die Share-Taste zu drücken. Na gut, dann machen wir das halt eben nochmal. Die Gotik. Nee. Auf Anfang. Gotik. Anfangen einfach. Geht es? So, irgendwie schon. Und A. B. C. Und zack. Die Kapistenmönche. Jean Mielon an seinem Kopistentisch. Ausschnitt von Le Miracle de Notre Dame, 1456. Die Kopistenmönche. Im Mittelalter diente das geschriebene Wort in der westlichen Welt nur zur Reproduktion der heiligen Schriften und zur Beurkundung von Rechtsakten. Die handgeschriebenen Texte wurden von Geistlichen kopiert und in Umlauf gebracht. So konzentrierte sich die Schriftkultur ab dem 6. Jahrhundert nach und nach in den Klöstern. Das Abschreiben der Texte war Aufgabe der Kopistenmönche, die in abgeschiedenen Klöstern und Abteien lebten. Sie schrieben die Texte von Hand auf Pergament, das aus Teehäuten hergestellt wurde. Dazu fanden sie sich in sogenannten Skriptoria zusammen und benutzten Schreibgerät aus Schilfrohr oder einer Vogelfeder, das in schwarze Tinte getaucht wurde. Illuminatoren versahen die Seiten mit Zeichnungen, Ornamenten und Miniaturen. Das dichte Netz von Klöstern mit Skriptoria im gesamten christlichen Abendland ermöglichte die Bewahrung und Verbreitung zahlreicher religiöser Schriften, aber auch einiger Texte aus der Antike. Außerhalb dieses Milieus waren Bücher schwer zugängliche Luxusartikel. Tja. Nein, Tinte, ich bin so langsam. Die karolingische Minuskel. Buch über Sprichwörter in karolingischer Minuskel. Ausschnitt aus der Bibel des Grafen Rorigon 835. Die karolingische Minuskel. Unter Karl dem Großen 768 bis 814 erlebte die Kunst des Schreibens in Europa eine neue Blüte. Die Verwaltung des riesigen karolingischen Reichs führte zu einer Zunahme der Zahl der Schreibkundigen und einer Vereinheitlichung der Handschrift. Auf Wunsch des Kaisers schufen die Gelehrten der Pfälzischen Akademie eine neue Schriftart, die karolingische Minuskel. Carolina! Die karolingische Minuskel war leichter lesbar als die Unziale, die bisher verwendete lateinische Schriftart. Sie zeichnet sich durch kleinere abgerundete Buchstabenabstände zwischen den Wörtern aus. Sie wurde im gesamten Kaiserreich eingeführt, verbreitete sich im 9. Jahrhundert rasch in den abendländischen Skriptoria und wurde bis zum 12. Jahrhundert überwiegend für die Handschriften verwendet. Ja, das muss man auch erstmal wissen. Im 12. Jahrhundert reifte in Frankreich eine Baukunst heran, die später als Gotik bezeichnet wurde. Sie brachte eine Erneuerung der abendländischen Kunst und prägte die Architektur der Kathedralen, die nun höher gebaut wurden als zuvor und deren großzügige Fenster mit bunten Scheiben geschmückt wurden. Der neue Stil beeinflusste auch die typografischen Formen und die gotische Schrift setzte sich ab dem 13. Jahrhundert in ganz Europa durch. Es bildeten sich regionale Varianten heraus. In Deutschland und Nordfrankreich wurde vor allem die Textura verwendet, eine schmale, kantige Schrift. In Südfrankreich, Italien und Spanien bevorzugte man dagegen die abgerundeten Formen der Rotunda. Das sieht auch ganz lustig aus. Das mit diesen Büchern, mit diesen, wie soll man sagen, gemalten Schattenbüchern, die ausdrücken. Also der ganze Stil vom Spiel, so zeichnerisch, ist echt niedlich. Echt cool. Erinnert so ein bisschen an Limbo und so ähnliche Spiele. Also Limbo ist das meist bekannte von denen. Diese Lichteffekte. Und zack.
Und so, mal gucken, ob wir meine Zeit vom letzten Mal toppen. World Top. Johannes Gutenberg. Porträt von Johannes Gutenberg, 1400 bis 1468. Johannes Gutenberg. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts begünstigten die zunehmende Verstädterung das Wirtschaftswachstum, das den Austausch innerhalb Europas förderte, die Herausbildung einer Nationalliteratur in verschiedenen Ländern und die Entwicklung der Universitäten, die Entstehung einer laizistischen Schreibkultur, die mit wachsender Lesezahl an Bedeutung gewann. In diesem günstigen Umfeld erfand Johannes Gutenberg den Buchdruck. Der deutsche Drucker, der wahrscheinlich das Goldschmiedehandwerk erlernt hatte, nahm bei dem Kaufmann Johannes Fust ein Darlehen für den Aufbau einer Druckerwerkstatt auf. Gutenberg war zwar nicht selbst Erfinder sämtlicher von ihm angewandte Druckverfahren, doch in seiner Mainzer Werkstatt nutzte er eine Reihe von Techniken, die im Vergleich zu den damals üblichen Methoden wie dem Holzschnitt einen bedeutenden Fortschritt darstellten. Neben dem Einsatz von Papier, einem noch recht neuen Material und der Erfindung einer speziellen Drucktinte bestand die wichtigste Neuerung in der Herstellung beweglicher Lettern, aus denen der Text zusammengesetzt wurde, so dass Seiten in Serie gedruckt werden konnten. Diese Texte ließen sich also im Gegensatz zu den Manuskripten, die von den Kopistenmönchen in langwieriger, mühsamer Arbeit erstellt wurden, leicht vervielfältigen und verbreiten. Gutenbergs Erfindung setzte sich sofort in ganz Europa durch und war der Beginn einer neuen Ära für die abendländische Schriftkultur. Bam, bam, bam. Also ohne ihn gäbe es heutzutage keine Bücher, würde ich mal sagen. Dun, dun, dun. So, dann haben wir noch das da. Job! Und ab. Und ab. 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 Und der nächste Leseabschnitt, die beweglichen Lettern. Druckwerkstatt, 17. Jahrhundert, die beweglichen Lettern. Der Buchdruck mit beweglichen Lettern, der von Johannes Gutenberg in seiner Mainzer Werkstatt erfunden wurde, revolutionierte die europäische Schriftkultur. Diese Technik, die erst mit seiner Massenproduktion von Druckerzeugnissen ermöglichte, blieb bis zur Erfindung und Verbreitung des Fotosatzes in den 1960er Jahren in Gebrauch. Zunächst wurde eine Art Stempel aus Stahl angefertigt, auf dem erhaben und seitenverkehrt ein Buchstabe graviert wurde. Mit diesem Stempel wurde der Buchstabe in einen kleinen Kupferbarren geprägt. Anschließend wurden die Buchstaben mit Hilfe einer speziellen Form in diese Matrize gegossen. Von Anfang an wurde eine Mischung aus Blei ca. 75%, Antimon ca. 20% und Zinn 5% verwendet. Die Lettern wurden in mehreren tausend Exemplaren gegossen und in einen Setzkasten, eine Art große Schublade mit verschiedenen Fächern, abgelegt. Der Setzer ordnete die Lettern in einem Winkelhaken zu Zeilen an. Hatte er 5 oder 6 Zeilen fertiggestellt, legte er diese in ein Setzschiff. So wurden jede einzelne Seite Buchstabe für Buchstabe und Zeile für Zeile zusammengefügt. Waren alle Seiten eines Druckbogens fertig, so erfolgten das Ausschießen und der Druck. So. Oh nein! Das wollte ich jetzt nicht. Und nochmal. Winkel abpassen zum Springen. Up. Up. Watcher. Nee. Watcher. Nee. Da kommt er. Watcher. Da. Weißt du immer noch nicht, was mir dieses komische Hund bringt, aber. Na gut. Guck mal. Na, zack, 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 du hast alles vergessen. Das darf natürlich nicht sein.
Nein! Ach, das war die Stimme. Nein! Die Druckerpresse. Okay. Mann, war das knapp. So, Le Doctrinale Saint-Macul gedruckt in Bœu de Reux. Oder wie auch immer. 1530. Die Druckerpresse. Der Buchdruck mit beweglichen Lettern, durch den Gutenbergs Werkstatt berühmt wurde, erforderte eine spezielle Maschine zum gleichmäßigen und großflächigen Auftragen der Tinte. Dazu verwendete man eine hölzerne Spindelpresse, wie sie damals in ähnlicher Form auch zum Weinkeltern diente. Die Spindel wurde mit einem Hebel betätigt, um die Druckplatte abzusenken und die mit Tinte bestrichenen Lettern auf das Trägermaterial zu drucken. Das Papier, das Gutenberg aus Italien importierte, war ein gutes und günstiges Grundmaterial für die Entwicklung des Buchdrucks. Außerdem hatte die von Gutenberg erfundene Tinte den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu den meisten damals verfügbaren Tinten das Papier nicht durchdrang. So konnten die Blätter beidseitig bedruckt und Papier gespart werden. Dank dieser Neuerung konnte der Mainzer Drucker zahlreiche Werke von hoher Qualität herausgeben. Das erste und zugleich auch berühmteste war die 42-zeilige Gutenberg-Bibel, B42. Spannend! Boink. So. Boink. Und zack. Die Gutenberg-Bibel. Wenn ihr die Frage ist, die Gutenberg-Bibel jetzt irgendwie eine Bibel gewesen, wo er über sich selber geschrieben hat, oder war das wirklich so eine normale Jesus-Christus-Bibel? Na gut, vielleicht erfahren wir es ja. Die Gutenberg-Bibel, 1394, maybe, bis 1468, Einleitung des Buches Genesis, 1455. Die Gutenberg-Bibel. Die Gutenberg-Bibel gilt als Meisterwerk des deutschen Druckers. Sie umfasst 641 Blätter auf 66 Druckbögen, also insgesamt 1262 Seiten. Jede Seite ist nach dem Vorbild der Manuskripte in zwei Spalten mit je 42 Zeilen eingeteilt. Die Textvorlage war eine Vulgata, eine lateinische Übersetzung des Hieronymus, 384 nach Christus. Als Schriftart wählte Gutenberg die gotische Textura. In den Jahren 1452 bis 1455 wurde die B42 in rund 200 Exemplaren auf Papier und Pergament gedruckt. Noch wenige Jahre zuvor wäre dies unvorstellbar gewesen. Wie in den Handschriften der Kubistenmönche sind auf den Seiten freie Flächen vorgesehen, die nach und nach dem Druck von Kalligraphikern und Illuminatoren mit Titeln, Initialen und mehrfarbigen Zeichnungen versehen wurden. Die Werke aus dieser Zeit, gewissermaßen eine Zwischenstufe zwischen mittelalterlichen Handschriften und moderner Buchdruckerei, werden Inkunabeln genannt. 1455 konnte Gutenberg seine Schulden nicht mehr zurückzahlen und musste die Werkstatt seinen Teilhabern Johannes Fust und Peter Schöffer überschreiben, die seine Nachfolge antraten. Gutenberg starb 1468 und konnte die glanzvolle Zukunft des Buchdrucks mit beweglichen Lettern nicht mehr miterleben, der sich in den folgenden Jahren rasch in ganz Westeuropa ausbreitete. Yeah! So, und dann schieben wir die Kugel wieder. Ups, ups, na komm. Ja. Brave Kugel, brav. Ja, und das war ein bisschen was über die Gotik. Das war's, glaube ich, auch schon wieder mit dieser Folge. Ich glaube, ihr werdet bei jedem Kapitel immer die Folge beenden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Und diesmal hoffentlich habe ich aufgenommen und nächstes Mal nicht vergessen, so aufzunehmen. Gucken wir mal. Ciao.